Einen wunderschönen Montag. Willkommen zurück, Citybus Manager in Dortmund. Und es gibt noch kein Update, weil ich die Folge im Voraus aufnehme, weil das Wochenende bei mir relativ verplant ist. Und ich nicht weiß, inwiefern ich da eben montags zum Aufnehmen komme oder sonntagabends. Deswegen wieder ein bisschen im Voraus aufnehmen. Aber die Chance, dass das Update sowieso direkt am 1. Oktober kommt, ist, glaube ich, relativ gering. So, letzte Episode hier die ersten Linien im Westen gemacht. Und ich würde einfach auch mal weitere Linien planen, die natürlich noch nicht benutzt werden, weil ich brauche erst noch ein neues Depot. Und dafür brauche ich mehr Geld. Das heißt, ich will jetzt ein paar Linien planen und dann eben einfach mal hier oben noch ein bisschen laufen lassen, um Geld zu generieren. Hier. Ich war zu weit im Süden, ich war zu weit bei Bochum. Obwohl ich hier bei Recklinghausen sein muss. Ich werde jetzt mal eine Linie machen, Recklinghausen-Bochum, die nicht allzu oft hält, sondern wirklich eher zum Durchfahren gedacht ist. Recklinghausen-Bochum. Natürlich mit dem Westen deklariert, damit ich es nicht vergesse, um die dann eben im Westen zu meinem Westdepot zuzuordnen. Ich hätte gerne hier die Linien, genau, damit ich weiß, wo überhaupt schon was durchfährt. Ich würde sagen, wir springen hierher. Könntest du hier lang fahren? Danke. So, dann ignorieren wir so ein paar Haltestellen. Wir springen jetzt so ein bisschen. Dass wir wirklich nicht zu viele Haltestellen machen. Nein, das aber ganz bestimmt nicht hier, hallo. Zack. Und dann müssen wir eben noch gucken, dass wir innerhalb von Recklinghausen ein paar Linien machen. Kannst du hier rumkommen? Und dann würde ich dich gerne hier am Bahnhof halten lassen. Und dann sollten wir jetzt eigentlich hier über die Autobahn sehr schnell nach Bochum kommen. Da könnten wir doch einfach mal hier halten, oder? Ja, das ist eine andere Linie. Oh, der muss so rumfahren. Kann der nicht hier direkt? Gut. Dann eher nicht. Dann fahren wir nicht darum, sondern fahren hier runter. Kriegen wir hier kriegen wir einen Weg auf die Autobahn. Dann halten wir doch einfach hier an dem Parkplatz Baukau und dann kommen wir hier auf die Autobahn. Könnten durch Herne fahren oder wir fahren hier auf. Kommen dann hier runter gedreht und fahren dann hier wieder ab. Der sollte jetzt hier so eine kleine Schleife drehen, genau. Ja, das ist besser. Ist zwar nicht perfekt, aber so kommen wir eben wenigstens hier runter. Und mein Ziel ist normalerweise Bochum Bahnhof. Das heißt, wir werden jetzt hier nochmal so einen kleinen Überschnitter machen. Aber ich sehe schon hier. Hierher fahren lassen. Und dann hier überschneiden. Und auch nochmal hier einen Punkt hin machen. So, dann halten wir hier. Und dann würde ich sagen, halt mir direkt am Bahnhof. Allerdings über den direkten Weg, bitte. Ja, von mir aus kannst du so rumfahren. Das ist die andere Linie. Ja, fahr außen rum, wenn du das möchtest. Tu das. Ich nehme an, dass wir hier auch wieder hier einen Punkt hin machen müssen und hier einen Punkt hin machen müssen. Und dann werden wir hier, glaube ich, keinen Punkt hin machen müssen. Das ist die, wo wir halten, oder? Nee, wo halten wir denn? Hauptbahnhof Deutsches Berg, dann Rensing. Ist hier vorne gewesen. Deutsches Bergbau. Dann haben wir theoretisch die zwei Wegpunkte. Und dann halten wir erst an der Rensingstraße. Hier.
Jawohl. So, und von der Rensing geht's dann auf die Autobahn. Und dann von der Autobahn hier wieder runter Richtung dem hier. Das sieht nach einer direkten Verbindung aus, ist schon mal gut. So, Hohenhorster Weg. Nee, Hochmark, Marien, Kölner. Die hier, Marien. Kölner. Aber nicht über diesen Umweg, sondern du fährst schon hier die Hauptstraße entlang. Jawohl. Dann die Hohen, den Hohenhorster Weg. So, dann die Weidestraße nehme ich an. Da sehe ich nämlich sonst keine Verbindung. Und dann können wir direkt hier am Recklinghausener Bahnhof enden. Relativ lange Linie. Wird sicherlich auch zeittechnisch so ein bisschen schwierig sein. Aber dann haben wir eine Verbindung zwischen Recklinghausen und Bochum. Gucken wir mal, wie stark sie eben... Es geht sogar. Es hat sich relativ schnell geladen. Das wundert mich. So, wir gehen hier natürlich wieder ein bisschen zeitlich. Sind wir großzügiger. Ist eine lange Strecke. Das überrascht mich auch nicht. Sind ja einige Kilometer. Hält sich aber sogar in Grenzen, wenn man ehrlich ist. So, jetzt gucken wir uns das mal an, was wir denn hier bei einem Halbstundentakt so brauchen. Kommen wir mit 191er durch. Wir könnten sogar 154er nehmen. Was ich gar nicht so blöd finde. Dann machen wir das als 154er und zwar durchwegs. So. Moment, wir haben heute Mittwoch. Das heißt, für den Donnerstag brauche ich das nochmal, um zu schauen, ob wir hier vielleicht kürzen müssen. Wir können später losfahren. Fangen wir um 5.30 Uhr los. Natürlich Linienwechsel innerhalb einer Schicht erlauben. Und das nehmen wir jetzt raus. Damit ist das gespeichert. Damit haben wir die Verbindung auch da, die relativ durchgeht. Ich denke, man braucht noch so 1-2 Linien in Bochum. Natürlich gerade hier den nördlichen Teil. Ich denke, was wir jetzt hier irgendwie verbinden müssen. Eventuell von hier, hier rüber müsste gehen, oder? Ja. Dass wir hier in Suderwich starten, dann nehmen wir Suderwich hier oben in Norden mit. Fahren hier so einigermaßen straight durch, um dann hier drüben noch so ein bisschen rumzufahren. Eventuell sogar wirklich nur von hier, hier in den oberen Teilen, dann von hier oben nochmal eine, die hier runterkreuzt. Und zwar in Castrop-Rauxel. Ich nehme an, dass das da oben auch schon Castrop-Rauxel ist. Wie heißt es gleich? Suderwich. Gell? Nee, nicht hier bei Erkenschwick, weiter runter. Suderwich, ja. Suderwich nach Castrop. Ich schreibe nur Castrop. Sollte für mich eigentlich klar sein, was das ist. Die Linien hätte ich trotzdem gerne gesehen. Den Verlauf der Linien bitte. Dann haben wir hier nämlich so die Möglichkeit, hier oben zu starten. Relativ gut und schnell durchzugehen. Wir brauchen nicht zu viele Verbindungen hier. So groß scheint mir Suderwich nicht. Was für ein Name. Städtische Kita Recklinghausen Johannes-Werner-Straße. Okay. Was für ein langer Name. Guckt euch das an. So, wenn wir hier kommen, dann könnten wir hier nochmal halten. Und dann würde ich sagen, nehmen wir hier hinten das Ende mit. Und dann kommen wir relativ gut durch. Ich denke, dass Suderwich damit relativ okay angeschlossen ist. Wir haben keine richtige Umsteigemöglichkeit. Je nachdem, wie groß der Abstand hier ist. Aber ich denke, das ist okay. Ist das nicht hier oben Datteln? Nee. Doch, das ist Datteln. Da müssen wir nicht mehr hin. Obwohl wir von hier unten noch ein Ding nach Datteln machen könnten. Sollen wir vielleicht Datteln Bahnhof hier runterziehen? Das wäre überhaupt gar nicht so blöd, dass wir von Datteln nach Castrop-Rauxel eine machen. Dann würde ich hier über die Hauptstraße gehen. Das heißt, wir könnten hier etwa halten.
damit wir hier eine Umsteigemöglichkeit haben. Und dann ziehen wir uns hier so ein bisschen Richtung Osten erstmal lang. Wir haben jetzt hier gehalten und sollten wir da nicht direkt wieder halten, gehen wir hier hin. Gehen wir hier in den... Ja, nehmen wir hier den Osten einfach so mehr oder weniger komplett mit. Kannst du nicht darüber? Das sieht nach einem Fußgängerweg aus, gell? Doch, das geht. So was, wir lassen ihn hier halten. Gut, wir lassen ihn hier halten. Dann hier. 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 Ja. Hier. Nur mit der Endstation, würde ich sagen. Ikern. Ist das etwa Ikern? Heißt der Ort hier Ikern? Ich bleibe einfach mal Castrop-Rauxel in der Bezeichnung. Oder Castrop vielmehr. So, jetzt müssen wir hier gucken. Wir haben hier die Henrichburger Straße. Die war angeschlossen. Dann das Naturfreibad. Das war hier. Dann gehen wir zu der langen Straße und dann gehen wir schon hier hoch. Fertig. Ja. Einmal eine Linie von Suderwich rüber nach Castrop. Castrop-Rauxel. Je nachdem, die dürfte jetzt nicht so so viel Fahrgastaufkommen haben, nehme ich an. Spätestens, wenn wir hier die Taktung auf halbe Stunde runtergehen. Sollte sich das wieder in den Rahmen bewegen, aber ich denke, dass das nicht so übertrieben groß wird, oder? Ich meine, wir haben zwar 86% Bereitschaft, den ÖPNV zu nutzen, aber das heißt ja nicht, dass jetzt wirklich dann hier die Zahlen so hoch gehen sollten. Na komm, bitte. Was ist los? Geht doch her. Dachte ich mir, dass es nicht so groß ist. Verbindung ist nicht so lang wie manch andere. Haben jetzt auch nicht wirklich die großen Städte mit verbunden, deswegen habe ich ja schon erwartet, dass er eher kürzer. Also ich denke, dass wir hier mit kleinen Bussen sogar durchkommen. Und wenn wir 20 Minuten Taktung machen, haben wir 4 Busse. Das ist geschenkt. Kroppenbachstraße war Endstation. Schauen wir uns das mal an. Wieder hier in dem Modus. Wenn wir hier runtergehen auf Halbstundentakt. Bis zu 100. Was ist, wenn wir 20 Minuten durchziehen würden? Wir müssen es mit 96er hinkriegen, ja. Ziehen wir durchweg mit 20? Ja, ist halt, es werden halt teilweise leere Busse sein. Ich würde sagen, wir ziehen hier mal noch eine Stunde ab und hier eine Stunde ab. Dann lassen wir es halt so fahren. Wieso nicht? Auf geht's, machen wir hier eben... Oh, ich hätte meinen Zettel dabei haben sollen. Wie viele Busse ich im Endeffekt brauche. Naja, das mache ich dann, wenn ich mal... wie heißt gleich? Mein Depot platziert habe. Und dann werde ich eben die ganzen Linien da einrichten, einstellen, sagen, fahrt mal an einem Tag, damit ich dann im Voraus gucken kann, wie groß, wie viele Busse ich wirklich brauche. Weil das ändert sich ja auch immer wieder ein bisschen. Und jetzt habe ich gesagt, hier von Datteln einmal durch nach Castrop-Rauxel. Das fällt ein, die könnte man noch dem Nordwesten zuordnen hier. Würde halt Sinn machen, wobei es natürlich auch trotzdem hier runter muss. Also ja, machen wir schon Westen. Wenn wir hier wirklich eins platzieren, ist es, nimmt sich das nicht viel. Dann haben wir nochmal so eine kleine Verbindung. Die geht auch Richtung Westen, Datteln. Wir schreiben wieder kurz mit Datteln und Castrop. Ich würde gerne, dass ihr weiterhin die Linien anzeigt. Das finde ich ganz gut. Wenn ich so ein bisschen sehe, wo laufen Linien. So, dich nehmen wir mit. Dich nehmen wir mit. Ich würde auch diesen Punkt hier einmal so mitnehmen wollen. Ah, das ist hier normaler Weg, okay. So, dann sollst du... Nee. So nicht, sondern hierher. Dann hierher. Und dann würde ich sagen, halten wir hier an der Henrichenburg Mitte.
Wenn wir hier rüber gehen, dann können wir hier runter gehen. Dann haben wir hier die Überschneidung. Das heißt, hier haben wir eine Umsteigemöglichkeit. Neben der hier oben in Datteln. Jetzt sind wir hier an der Borghagener Straße. Wir werden sicherlich noch eine Verbindung von hier oder von Castrop-Rauxel hier rüber machen. Das heißt, ich würde jetzt hier erstmal planen, da so ein bisschen durchzufahren. Also hier ein paar Haltestellen mitzunehmen, dass wir hier nicht mehr hin müssen. So, jetzt würde ich gerne hier hin. Ja, dachte ich mir, dass du so rumfährst. Ich würde aber, dass du da rumfährst. So, und jetzt gehen wir hier dann runter. Nope, bitte hier lang. Also nicht mehr als 15 Kilometer sollte die einfache Strecke lang sein, würde ich sagen. So, dann nehmen wir Castrop-Rauxel. Den Bahnhof mit. Dann würde ich sagen, wir enden hier links. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn, oder? Halten wir nochmal hier und dann geht es hier rechts rein zum evangelischen Krankenhaus. Und dann gerade wieder zurück. Ich finde mal so ein Krankenhaus oder so ist eine gute Endstation. So, jetzt wird er wahrscheinlich hier wieder rumzicken. Deswegen gehen wir ihm hier schon mal den Weg vor. Und dann machen wir jetzt als nächstes eine Linie für Castrop-Rauxel. Die wir wahrscheinlich von oben nach unten irgendwie verbinden müssen. So, macht er jetzt hier die Verbindung richtig oder fährt er wieder zurück? Ne, die macht er gut. Die dünne Bank nehmen wir mit. Burghagener Straße, hier hoch. Dann nehmen wir einmal hier die Henrichburg mit. Da fährst du jetzt aber doof, habe ich gesehen. Ja. Will ich schauen, dass du hier rumfährst zunächst und dann hierher. Ja, so ist gut. Haben wir wirklich nur hier oben die eine Haltestelle? Ist das richtig? Von der Heidestraße? Heidestraße, dann haben wir hier die Böcklinger Heide, dann haben wir zweimal dann Henrichburg Mitte. Tatsache, ich hätte gedacht, ich hätte hier oben mehr Haltestellen reingeplatzt. Nein. Du fährst bitte hier lang. Und dann hier hoch. Aber nicht links rum, sondern rechts rum, bitte. Okay, wir machen die hier mal weg. Und sagen dann, dass du hierher fahren sollst. Dann fährst du zu der hier. Und dann fährst du hier rüber. Jawohl. So, und dann ist schon Datteln Bahnhof. Die wird wieder voller sein, die Linie. 27 Kilometer rund. Verbinden Datteln mit Castrop-Rauxel. Da wird natürlich einiges los sein. Ich habe mehr erwartet, ehrlich gesagt, als die bis zu 245. Vor allem, weil wir in einem Halbstunden-Stundentakt sind. Er speichert gerade. Deswegen zieht er so einen Moment rum, oder? Wo bleibt die Nachricht? Da ist sie. Das habe ich doch gemerkt, dass er da nicht wollte, als ich gedrückt habe. So, 72, 75. Dann gehen wir auf 120 Minuten. Das heißt, wir können auf 5 Minuten mehr Pause im evangelischen Krankenhaus einplanen. Und jetzt gucken wir mal, was sie denn so sagen. So, gehen wir runter auf Halbstundentakt. Also, ja, ist okay. Könnt natürlich wieder sagen, weißt du was, wir machen hier 3 Busse, aber ich mache es mir da, glaube ich, jetzt einfacher und sage einfach, okay, wir nehmen 191er und gut ist. Warum übertreiben? So, nächster Bus ist gemacht. Was haben wir jetzt gemacht? 4 Linien? Datteln, Castrop, Recklinghausen, Bochum, Recklinghausen, Suderich, ging, oder? Ich würde noch hier eine gern reinhaben.
Die Frage ist nun, ziehen wir eine von hier rüber? Oder ziehen wir hier eine runter nach Castrop-Rauxel? Ja, im Prinzip haben wir von hier eine nach Castrop-Rauxel hier runter. Wo sind wir denn? Da ist Hauptbahnhof. Ich denke, dass man hier nicht mehr so viel braucht. Also würde halt von hier runter nochmal eine Parallele eigentlich Sinn machen, denke ich. Komm, machen wir die noch hin. Ich weiß gar nicht, ob mir die eine schon richtig geschrieben, oder? Castrop-Rauxel. Castrop-Rauxel, ja. Ich weiß gar nicht, ob diese Veränderung der einen Auftragslinie da mit dem Schwimmbad wirklich viel gebracht hat. Ich will immer noch gerne die Linien sehen. Mach das doch nicht dauernd weg. Ich will auch sehen, wie die Linien laufen, damit ich eben nicht zu viel überschneide im Prinzip. Sollen wir hier oben starten? Und dann hier drüben rumziehen? Ich glaube, das könnte man machen. Da können wir natürlich auch die eine Haltestelle noch da reinnehmen, gell? So und so, damit haben wir da jetzt das auch verbunden. Du fährst hier hoch, das heißt wir fahren... Nee, dann fährst du aber nicht den Bogen. Ah, wobei wir könnten hier noch halten. Dann haben wir hier nochmal eine kleine Überschneidung. Dann nehmen wir hier Recklinghausener Straße. Recklinghauser Straße, Entschuldigung. Die beiden würde ich dann nicht anfahren. Würde ich gerne hier hinfahren. Ja, wenn wir hier direkt halten, ist das doof. Wenn, dann halten wir hier. Dann können wir hier oben rumfahren. Und halten hier nochmal. Dann nehmen wir am Busch mit. Eventuell nochmal hier drüben. Und jetzt gehen wir dann hier Richtung Süden. Ignorieren eigentlich jede andere Haltestelle. Soweit ich das sehe. Und halten erst wieder hier drüben. An dem Motorrad Schmitz. So, und dann nehmen wir hier drüben jetzt noch den Europaplatz mit. Damit haben wir hier auch quasi eine Verbindung. Das Seniorenheim. Bei 9,8 Kilometer, also mehr als 15 will ich nicht haben. Sonst wird es ein bisschen zu extrem. Ja, ein bisschen zu weit reingezoomt. Hier. Nehmen wir hier die Holzstraße mit. Dann halten wir hier unten. Ah, der fährt da nicht so hoch. Nee, weil er in die Richtung fährt. Ja, dann gehen wir halt Richtung Zentrum von Castrop-Rauxel. Nehmen wir den Münsterplatz mit. Dann rüber. Oh, kannst du nicht hier durchfahren? Oh, das ist ja doof. Hierher. Hierher. Das ist doch doof. Das heißt, er muss hier eigentlich so einen Bogen fahren. Dann macht der Markt natürlich mehr Sinn. 12,8 Kilometer. Wir werden noch eine Linie hier unten lang führen müssen. Das heißt, ich würde jetzt hier Richtung Süden einfach mal ein bisschen gehen. Ja, enden wir hier. Das ist dann... Castrop-Rauxel 1. Wir werden noch eine zweite brauchen. Ach, vielleicht könnten wir jetzt hier den Markt mitnehmen. Und dann zu dem Münsterplatz fahren. Darfst du nicht hier durch? Ist das Fußgängerzone? Doch, darfst du.
So, dann nehmen wir das hier mit. Und dann fahren wir da wieder raus. Nein, ich habe es schon gemerkt, wir müssen auf der rechten Seite eine Haltestelle platzieren. Da. Dann hier hoch. Dann halten wir auch ein Stück weiter vorne hin. Wir müssen den anderen Europaplatz-Haltestelle nehmen. Und dann ging es hier hoch zum Motorrad Schmitz. Dann zieht es hier einmal durch bis zum Habinghorster Markt. Den Busch haben wir gesagt, nehmen wir mit. Die Wesselstraße dementsprechend auch, oder? Nee. Doch hier Busch, doch Wesselstraße. Und lässt mich aber schon hier durchfahren, oder? Oh, das machst du nicht. Dann müssen wir hier halten für am Busch. Hier hinfahren. Und dann hier hinfahren. Das scheint zu gehen. Und dann darfst du da links rumfahren. Wieso fährst du jetzt so rum? Warum machst du das jetzt? Du verarschst mich doch, Junge. Okay, jetzt geht's. Ganz seltsam. So, dann geht's hier rüber zur Recklinghausener Straße. Dann nimmst du den Hauptweg, wie du sollst. Und dann enden wir am Ickernmarkt. Ne, wir enden hier nicht. Wir fahren dann nochmal rechts weiter. Und zwar nehmen wir, glaube ich, den Winkeplatz mit, oder? Ne, wir... Oh, was haben wir denn hier? Recklinghausener, Ickern, dann haben wir Friedrichstraße. Hierhin. Das ist okay. Dann geht er hier wieder hoch und dann kommt Ickern Nord. Genau, und dann enden wir oben an Raspensweg. Rapensweg. Fertig. Was für eine Strecke. Die wird voll sein. Die wird voll sein. Das ist eine relativ lange Strecke. Zumindest anfangs wird sie voll sein. Gefühlt lassen die dann immer sehr schnell, sehr nach. Ich traue mich dabei nie hier auf irgendwas weiter zu drücken, weil er noch am Laden ist. Das geht sogar. Ich bin doch ein bisschen überrascht, wenn ich ehrlich bin. Wird sich gleich ändern, wenn wir die Zeiten sehen. Ja, wir kommen bei 100 noch was. 120 Minuten werden wir kommen. Das ist okay. Können wir sowohl 20 als auch 30 Minuten Taktung machen. Noch nicht mal. Krass. Können wir auf 110 gehen. Wenn wir hier in der Marienstraße ihnen ein bisschen Pause geben. Und dann gucken wir uns das mal an. So. Gehen wir auf Halbstundentakt. Was sagst du dann? 191er geht? Geht locker. Nehmen wir. Ist gekauft, würde ich sagen. Wir enden um 19 Uhr und wir starten hier erst um 6. Natürlich die erweiterten Einstellungen. Großer Bus, Linienwechsel erlauben und komplett aus dem Programm nehmen. Weil sonst wird das nichts. So, jetzt haben wir ja einige Linien, die noch nicht aktiv sind. Aber insgesamt sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6 Linien, die für Westen aktuell sind. Neu gemacht wurden 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, Recklinghausen-Suderwich. Die haben wir, glaube ich, letzte Episode gemacht. Genauso wie Erkenschwick-Suderwich. Also einige Linien gemacht. Wir lassen jetzt mal ein bisschen laufen. Um wieder ein bisschen Geld zu generieren. Wir verlieren gleich wieder welches. Aber ich muss natürlich mich hier in meinen Depots ganz kurz umschauen, dass da alle Busse auch fahrtüchtig sind. Ist natürlich noch alles okay.
Das freut mich natürlich. Gucken wir mal, wie es in anderen Depots aussieht. Und dann müssen wir jetzt ein bisschen Geld scheffeln. Licht ist kaputt. Marginale Mängel, würde ich mal sagen. Da ist nicht viel los. Jetzt gehen wir hier in den Südwesten. Da können wir hier die Kleinigkeiten mal aufladen. Ich würde sagen, wir holen nochmal eine neue Ladung für unser Lager. Weil da doch einige Reparaturen immer nötig sind. Das ist ja das Problem, wenn man gebrauchte Busse kauft. Aber wenn du halt schnell ausbauen willst, sind die gebrauchten Busse natürlich klar besser. Weil sie eben günstiger sind. So, habe ich dich eigentlich hier schon? Nee, habe ich nicht. Lass mir die ganzen Sachen mal über Nacht reparieren. Da war noch einer, den habe ich gesehen. So. Und unten im Südwesten waren wir. Gut. Gehen wir zurück zum Hauptdepot. Wir haben eine Nachricht. Witten. Großen Bedauern müssen wir Ihnen mitteilen, dass es für die Arbeiten keine Zukunft mehr gibt. Wir haben zu große Verluste erlitten. Okay. Das ist ja mal was Neues. Das hatte ich noch nie. Die Wittener Linie wird eingestellt. Das gibt mir Busse und das ist vor allem den Südwesten. Das ist ja interessant. Oh, da ist eine, die nicht mehr aktiv ist. Hier. Ihr habt zu große Verluste erlitten. Ich habe 1 Million durch euch gemacht. Ich fand die gut. Gut, da ist keiner mit gefahren. Also ihr habt Verluste gemacht. Ich habe da gut Kohle mit geschöffelt. Guckt euch das an. Aber das hatte ich ja noch nie. Krass. Ja, dann machen hier ordentlich miese. Ja, dann würde ich doch mal sagen, gehen wir mal Richtung Südwesten, gucken uns das mal an. Das verändert natürlich hier alles. Weil, wenn ich mich nicht irre, ist Witten eigentlich Südwestlinie gewesen. Oh, ich habe für die ganzen anderen Busse noch gar keine Wochenenddinger eingeplant, gell? Das müsste ich eigentlich auch noch machen. Oh je. Ich müsste, glaube ich, überall davor machen, in welchem Gebiet sie sind. Aber gut. Schade. Ich fand euch gut. Wir haben hier eine leichte Verspätung, weil 2 ausgefallen sind. Wieso? Bochum-Witten. Dann machen wir auch nicht wirklich Profit. Da ist keiner mitgefahren von 5 bis 7. Hier auch nicht. Interessant. Ja, aber Witten ist hier unten das. Da. Die Auftragslinie Witten ist weg. Das heißt, wir haben hier jetzt keine mehr. Gibt es denn jetzt dementsprechend neue Auftragslinie vielleicht? Kommt da vielleicht eine rein? Lass mal weiterlaufen, da bin ich jetzt gespannt, ob vielleicht wirklich eine neue Linie mit reinkommt. Der Busfahrerstil ist immer noch eine Katastrophe. Wie ist es denn mit dem Internet? 507 haben sie verbraucht, wir haben 512, also aktuell noch ist gut. Sobald wir ausweiten, müssen wir einmal richtig loslegen, würde ich sagen. So, wir holen jetzt einmal alles. Und dann holen wir von allen was, wo wir unter 40 sind. So, einmal das hier. Einmal Großbestellung. Damit wir hier alles eben schön auf Lager haben und niemals in die Bredouille kommen.
Wunderbar. Aber dass sich eine Linie wirklich zurückzieht, das ist neu. Das nimmt mir jetzt hier die gesamte Verbindung in der Mitte weg. Das ist halt doof. Das heißt, wir müssen eine neue Wittener Linie machen. Wir brauchen eine neue Wittener Linie, die hier den Teil irgendwie verbindet mit den anderen Teilen. Man könnte hier so eine kurze machen, die hier hochfährt, hier runterfährt. Ne, drüben noch hingeht. Das wäre eine Möglichkeit. Oder halt eine längere, die hier hoch Richtung... Keine Ahnung, wie das heißt. Ist das nicht Lütgendortmund? Ne, Langendreher. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aktuell haben wir keine Verbindung zwischen diesen Linien. Die hier sind alle abgeschnitten von denen, außer hier den riesen Umweg über Bochum. Anders kommt man da aktuell nicht hin. Oder haben wir hier doch? Nee. Die Haltestelle haben wir hier. Und das hier waren die ganzen Haltestellen, die vorher von der Auftragslinie bedient wurden. Das heißt, man müsste eigentlich hier wieder mitnehmen. Hier einmal so leicht durchschlängeln und dann hier enden. Vielleicht auch hier. Weil ich will ja eigentlich nicht südlich der Ruhr was machen. Aber das ist schon interessant, das hatte ich noch nicht. Ein super Busunternehmen, das freut mich. Das überrascht mich gerade so ein bisschen. Gibt es vielleicht eine neue Auftragslinie dafür? Kommen die rein oder was ist da los? Damit habe ich nicht gerechnet. Ganz ehrlich. Und ich muss jetzt wohl oder übel die Linien durchgehen und gucken, welche Linie hat für morgen, fürs Wochenende bereits einen Plan und welche nicht. Damit wir die hier nicht verlieren. So, Alwetterbad ist Ding. Die fahren schon seit Monaten. Die fahren auch Wochenends. Ja. Dortmund Ost, Flughafen, Freibad, Stockheide. Freibad, Gesundheitszentrum müsste auch Wochenends fahren. Ja, das wird am Wochenende. Die Großmarktschenke ist schon alt. Hat jetzt gerade 2.500 Gewinn gemacht. Der Hibernia Sportplatz, der fährt Wochenends. Die Innenstadt sowieso. Carmen ist auch schon alt. Römerbergstadion, das fährt Wochenends, jawohl. Segelflugplatz Hengsen ist der unten im Süden, der läuft schon länger. Der in Lünen fährt auch am Wochenende. St. Johannesstift hat auch schon ein Wochenende Minimum, jawohl. Da haben wir ausgefallene Linien gesehen. Das ist auch schon alt, das ist alt, Wasserkuhl ist alt. Wellenbad Bergkamen fährt auch schon lange. Hardenberg-Deusen fährt auch lange, Innenstadt Nord. So. Alsenofen, die haben noch keinen Wochenendplan. Also wir müssen den Fahrplan fürs Wochenende... Ach, die fahren aktuell gar nicht. What? Aber ich haben wir doch. What? Habe ich vergessen, dich zu aktivieren? Wie doof ist das denn? Ich habe doch die ganzen Busse hergeholt. Hier, Bochum-Herne fährt Wochenende. Nee, noch nicht. Noch nicht. Hast du einen Wochenendfahrplan? Du hast keinen Wochenendfahrplan. Ich glaube, wir kriegen den noch nicht angezeigt, gell? Du zeigst erst für den Freitag an. Ich glaube, er speichert gerade. Ja. Du zeigst jetzt für Freitag an, nicht fürs Wochenende, gell? Ja, schade. Dann gehen wir erstmal die ganzen Nordwestlinien aktivieren, bevor wir da irgendeinen Unsinn machen. Du fährst auch noch nicht. Am Wochenende, da müssen wir gucken. Borkum Selm, du fährst schon. Du bist bisher nur Mittwoch gefahren. Du bist aber für den Rest der Woche eingeplant. Okay, damit da kein Problem mit. Borkum Selm. Datteln Erkenschwick sollte eigentlich auch die Woche über eingeplant sein, oder? Ja. Du bist sogar das ganze Ding schon durchgeplant, ist du. Sehr schön. Und Süd?
Bist auch eingeplant, inklusive Wochenende. So, Datteln Waltrop ist für morgen auch eingeplant. Und sogar schon durchgeplant bis zum Wochenende. Herne ist eine andere Linie, die läuft schon seit einer Woche. Nee, noch nicht. Seid ihr fürs Wochenende eingeplant? Noch nicht, das heißt, da muss ich auch nochmal gucken. Das werde ich auf jeden Fall in der nächsten Episode machen müssen. Ich will jetzt eigentlich erstmal hier gucken, dass die ganzen Linien hier fahren. Die ist jetzt auch nur Mittwoch gefahren. Du fährst aber auch Montag bis Freitag aktuell. So, was mit dir? Du fährst auch Montag bis Freitag. Selben Südkirchen. Das sind die ganzen Linien, die noch nicht kommen. Werne ist geplant für Montag bis Freitag. Witten-Hellenbank ist schon älter, oder? Ein bisschen älter, nicht viel. Auch noch kein Wochenende. Ich muss auf jeden Fall in der nächsten Episode einiges mit Wochenends planen. Das darf ich nicht vergessen. Das muss ich mir notieren hier. Ja. Okay, jetzt sollte das theoretisch gehen. Wir gehen jetzt nochmal Richtung Nordwesten und müssen für morgen den Fahrplan einändern, dass wir nämlich hier die ganzen... Ach, was. Wir haben auf einmal nicht genug Busse. Ist nichts los. Gesundheitszentrum können wir anscheinend auch runter reduzieren, oder? Ist ja ab und zu mal was, wo voll ist. Ja, bis 97. Das ist nicht die Welt. Ich habe 12 50er, 96er. 12 50er, 96er. Haben wir hier irgendwas Spätes? Hier, guck mal, hier sind 10 Minuten. Dann sagt der, ist okay. Hier sind 5 Minuten, okay. Das ist mir ehrlich gesagt aber nicht so lieb. Deswegen machen wir den mal so. Und geben hier eine Stunde dazwischen. ...1320er für 100... Ich habe keine 191er mehr. Ich finde es so, dass hier die Reihenfolge anscheinend auf einmal anders ist. Oh, ist das verwirrend. Den können wir hier reinpacken, ist ja kein Problem. Also ich muss anscheinend mich doch hinsetzen und Busse irgendwie anders sortieren, weil das ist ja absolut lächerlich. Gefällt mir ganz und gar nicht hier aktuell. Immerhin Wochenends geht noch, aber ich finde diese blöden nur ein Bus hier, diese Schichten sind zu lang. Machen wir hier mal Maximaldauer der Schichten auf 7,5. Und Busse kriegen eine Stunde Pause. So, das wird meinen kompletten Plan nicht mehr erfüllen hier, oder? Das wird nicht gehen. Nicht genug Busfahrer. Ja, nicht genug Busse. Kann ich nicht machen. Ich glaube vor allem, dass die Pause da ein bisschen viel ist. Fehlt ein Bus. Selbes Problem wie vorher. Also das könnte man so übernehmen. Was ist denn, wenn wir das hier machen? Wenn wir das einstellen. Das macht es ja noch schlimmer. Dann machen wir das hier wieder so. Es ist halt nicht das Wahre. Also hier dieses... Diese dauert nur ein Busgeschichten, die nerven mich. Auf, dann packen wir dich da hin. Die sind halt alle leer. Die Busse sind alle leer. Die lohnen sich alle nicht. Naja. Ist egal. Habe ich jetzt keine Lust drauf, das hier irgendwie zu regeln. Außer sind wir schon bei der Dreiviertelstunde. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Wünsche euch eine wunderschöne Woche. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Am Donnerstag geht's weiter.
mit dem Citybus Manager in Dortmund. Bis dann alles Gute und auf Wiedersehen.